Mein Name ist Tilman Jäger, ich bin Baujahr 1964, seit 1988 im Unternehmen der Firma Jäger und seit 1995 in der Geschäftsführung dort. In dem anderen Seminar sagt sein Unternehmensberater, Geschäftsführer sind die, die nur in Euro denken können. Also ich gehöre auch zu denjenigen. Ich habe nichts Vernünftiges gelernt. Ich bin kein Techniker. Ich bin mit einer betriebswirtschaftlichen Ausstattung dorthin gekommen. Ich möchte Ihnen kurz den Herrn René Meurer vorstellen oder er sich selber. Das ist nämlich mein Pilot oder Co-Pilot, je nachdem, wie man sieht. Also mein Name ist René Meurer. Ich bin etwas jünger, Baujahr 1976. Und ich begleite und unterstütze Unternehmen dabei, vorwiegend mittelständische, produzierende Unternehmen dabei, ich habe es da mal aufgeschrieben, Vorhandenes zu verbessern oder Neues zu gestalten. Und dadurch, dass ich die Aspekte Beratung und Training und Coaching kombiniere, also den Mitarbeiter, den Menschen in den Vordergrund stelle, gelingt mir das meistens auch recht gut. Und was wir heute Ihnen in unserem kleinen Beitrag erläutern möchten, näher bringen möchten, ist das Thema zum einen, was ist Shopfloor-Management für Jäger? Shopfloor-Management wird unterschiedlich definiert, deswegen haben wir es für Jäger einmal definiert. Und wie sind wir vor allen Dingen vorgegangen bei der Einführung, bei der Gestaltung von Shopfloor-Management? Und vielleicht erlauben Sie mir zu Beginn eine Anmerkung. Also Sie haben mit Sicherheit den einen oder anderen Vortrag schon gehört. Kärcher ist ein gutes Beispiel, die seit vielen Jahren unterwegs sind, das Thema Shopfloor-Management, KVP, die ganzen Lean-Themen, die es da gibt, zu implementieren und weiterzuentwickeln. Und wir bei Jäger haben damit vor ungefähr einem Jahr begonnen. Das heißt, wir reden über teilweise über notwendige Basisarbeit, die erstmal notwendig war oder auch noch notwendig ist, um diese ganzen Themen entwickeln zu können. Ja, jetzt möchte ich Ihnen kurz die Firma Jäger vorstellen. Ich versuche im Zeitmanagement zu bleiben, obwohl ich meine Stoppuhr nicht anhabe. Habe ich nämlich gerade wegen meines Handys wegnehmen müssen, hat mir die Dame gesagt. So, Firma Gebrüder Jäger, ich habe jetzt keine Ansicht von unserem Foto. Wir sind, das fängt gut an, das hört sich sehr gut an. Jetzt sagen wir mal, können wir das mal als Bildschirm präsentieren. Ja. Von Beginn an. So, wir kriegen das bestimmt hin. Ich möchte Ihnen einige Key Facts zeigen. Wir sind in Wuppertal ansässig mit dem Hauptsitz. Wir sind ein KMU, ein typisches KMU in Familienbesitz, ursprüngliches Unternehmen der Textilindustrie und haben eine Gesellschafterstruktur, die rein aus Geschäftsführern aus der Familie besteht, die bis auf einen davon alle aktiv im Unternehmen waren oder sind. Das Unternehmen wurde gegründet 1924, ist also schon lange am Standort in Wuppertal und macht einen nur kleinen Umsatz von 60 Millionen Euro, konsolidiert Kundenumsatz über alle Teilunternehmen. Wir haben das Privileg, finanziell unabhängig zu sein, mit der Verpflichtung, alles eigen zu finanzieren. Banken haben wir nicht bei uns im Unternehmen, es sei denn auf der Habenseite, sodass wir also den bankenorientierten Risikoansatz gerne auch bei uns ansatzlos sehen. Das bedeutet für uns, wir haben einen relativ menschenorientierten Ansatz oder verschreiben uns dem. Wir sehen in unseren Mitarbeitenden, wir sind sie nicht Mitarbeiter, sondern Mitarbeitende, sehen wir unser Erfolgspotenzial oder den Erfolgsfaktor. Wir haben rund 240 Mitarbeitende in Wuppertal und rund 120 im Ausland. Wir beschäftigen 20 Nationen, also Multikulti ist für uns kein Fremdwort, sondern wird mehr oder weniger intensiv sogar gelebt. Wir haben, das sieht jetzt ein bisschen großartig aus, aber die Länder, in denen wir vertreten sind, einige sind groß, aber wir sind ganz klein, das darf man nicht vergessen. Wir haben den Standort in Wuppertal, das ist in Deutschland, dort haben wir ebenfalls unsere kleine Engineering-Firma, weil wir viele unserer Maschinen selber konstruieren und bauen, weil es die nicht from the shelf geben. Wir haben also viel Sondermaschinen im Einsatz. Eine kleine Tochter haben wir, die in etwa dasselbe Produktionsprogramm und auch Vertriebsprogramm hat in Österreich.
die hat ungefähr 50 Mitarbeiter. Dann haben wir in Frankreich eine Vertriebsgesellschaft im Elsass, in New Hampshire eine kleine Produktions- und Vertriebsgesellschaft, die wiederum rein sich auf Beschichtungen aller Art, da werde ich gleich was zu sagen, beschränkt. Dann haben wir in Polen zwei Joint Ventures, einen im Bereich der Schmaltextilien in der Stadt Łódź und ein anderes in Konfektionierung für die Baustoffindustrie. Da sage ich gleich was zu. Ich muss ein bisschen umdrehen. Alle Informationen kann ich Ihnen leider nicht parallel geben. In Indien haben wir ein kleines Joint Venture. Dort bauen wir gerade in Chennai, Madras, eine Beschichtungsproduktion auf mit unseren eigenen Mitarbeitern aus dem Engineering-Bereich. Und in Russland, ja, sieht großartig aus. Wir haben 1,5 Mitarbeiter in Moskau in der Vertriebsgesellschaft. Also so kann man auch die Welt abdecken, geografisch. In Italien wiederum eine Vertriebsgesellschaft für beide Aktivitäten, von denen ich gleich erzählen werde. In Skandinavien eine Vertriebsgesellschaft für unsere Abdichtungsmaterialien. Türkei haben wir auch eine kleine Vertriebsgesellschaft mit 2 Mitarbeitern. Und einigermaßen schweren Zeiten vor uns. So, das war in Kürze das, was Jäger anbetrifft. Ich habe keine Ansicht von unserem Unternehmen. Wuppertal, Bergisches Land, hügelig. Es geht auch schöner, wenn man nach Mettmann oder Velber zieht, hat man es flach, niedrigere Gewerbesteuer. Aber wir stehen zu unserem Standort und werden den auch in Zukunft ausbauen. Wir werden in der Zukunft ein größeres Technikum bauen für unsere beiden Bereiche. Anwendungsbereiche. Wir arbeiten mit Industriekunden der Baustoffindustrie. Dort fertigen wir Abdichtungsmaterialien, sage ich gleich noch was zu tun, rein Private Label. Also uns sehen Sie bei den Kunden nie als Jäger mit einem eigenen Label, sondern unter den großen üblichen Verdächtigen, die wohnen in Düsseldorf, in Frankfurt, in Augsburg und so weiter. Dann kennen Sie einige Namen, ohne dass ich sie genannt habe. Schuh- und Lederwarenindustrie mit unserem eigenen Produktnamen und Produktprogramm sind wir dort vertreten und Automotive-Industrie mit einigen Produkten. Diese beiden Bereiche nennen wir in Schuh Automotive Leather Industry, Salin, und die nennen wir Con-In Construction Industry. Nur wenn ich mal diese Begriffe gebrauche, dass sie nicht verwirrt sind. Ja. Baustoffindustrie machen wir Absicherungssysteme. Ich habe das mal in 3 Gruppen aufgeteilt. Produkte für die Fliesenverlegung, alles das, was im Sanitärbereich hinter ihren Fliesenspiegeln ist, im Boden-Wand, Boden-Boden-Ablaufbereich und so weiter, das nennen wir CFT, Components for Tiling. Dann gibt es Produkte für die Luftdichtheit zwischen Fensterrahmen, Bodenabschluss, diffusionsoffen, diffusionsgeschlossen, teilweise hin und her, Feuchtigkeit rein, keine Feuchtigkeit rein, aber Dampf raus. Also das ist im Prinzip die Aufgabenstellung und abzudichten, insbesondere im Sanierungsbereich, CFA, Components for Airproofing und Components for Waterproofing, das ist im erdberührten Bereich, wenn Sie vertikale Dehnfugen haben oder zur Auskleidung von Betonwannen und Ähnlichem. Ich will Ihnen aber kein Technikseminar vermitteln, ich will Ihnen nur sagen, unsere Produkte sehen Sie nie wieder, es sei denn, wir haben eine Reklamation. Also wir wünschen, dass unsere Produkte nicht mehr aufscheinen, wenn sie mal in den Komponenten unserer Kunden verbaut sind. Ja. Bitte? Ja, genau. Genau das. Dann haben wir Materialien für die Schuhindustrie zur Schuhverstärkung. Also wenn die Damen gerne Prada tragen, die Leder sind so dünn, dass wenn dort nichts zwischen wäre, zwischen Innenfutter und Außenleder, dann würden ihnen die dünn gesplitteten Leder so wegreißen. Und da sind Materialien in der Regel von uns drin, wenn es hochwertige Schuhe sind. Die sind geklebt, das sind Elastikeinsätze, das sind Sicherheitsschnürsenkel, das sind Spezialprodukte. Im Bereich Automotive machen wir Sitzkeder, Verstärkungen, Nahtverstärkungen, ähnlich wie in der Schuhindustrie, Stanzteile und jetzt ein Produkt, was garantiert Audi viel weniger bräuchte als einige andere Hersteller. Ich weiß es von Peugeot bei bestimmten Produktlinien, die bräuchten diese Bänder, also Anti-Knarzbänder, wo Metall auf Kunststoff trifft und es quietscht, ungefähr an 50 Stellen. Ich glaube, bei Audi braucht man das nicht. Ja,
Dann Komponenten für Dachsysteme, Abdichtungs-, Verschließ-, Verzorsysteme. Ich darf ihn jetzt gar nichts so Kompliziertes nennen, aber da ist viel Textil drin, was Metall mit Metall zusammen verarbeitet. Da ist sehr viel Entwicklungsarbeit drin. Nicht so viel wie bei einem Kollegen, Herrn Nahles, ich gerade gehört habe, bei Ihren Produkten, aber trotzdem viel Entwicklungsarbeit. Ja, das war im Groben das, was ich Ihnen kurz zu Jäger sagen wollte. Genau, jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind Werksleiter, Geschäftsführer, Führungskraft in einem kleineren oder mittelständischen Unternehmen und irgendwie spüren Sie oder Sie merken, es läuft nicht ganz rund, irgendwas passt nicht. Beispielsweise haben Sie den Eindruck, Entscheidungen oder Entscheidungswege sind zu lange oder brauchen zu lange. Sie haben den Eindruck, Ihre Führungskräfte oder Ihre Führungs- und Fachkräfte befinden sich eigentlich nur noch in Besprechungen und sind für Sie kaum noch zu erreichen. Sie merken also, es läuft nicht ganz rund. Das ist die eine Seite. Wenn jetzt auf der anderen Seite noch hinzukommt, dass der Wettbewerb zunimmt, merken Sie, okay, irgendwas muss ich verändern, ich muss handeln. Die Frage ist nur, was muss ich verändern und wie kann ich es verändern? Und das ist genau ein Punkt, an dem Shopfloor-Management ansetzt. Ja, das haben wir dann auch gemacht. Wir, muss man vielleicht noch ergänzend zu sagen, wir haben uns nach Strategie 2020, aus 2018, 2020, also rollierend alle 2 Jahre, 5 Jahre nach vorne verschrieben. Und wir haben in dem Bereich Baustoffindustrie ein relativ kontinuierliches Wachstum. Und wir haben gemerkt, dass unsere Organisation dort nicht ganz mitkommt. Das heißt, wir haben gesagt, unsere Produktion dort muss, um wachsen zu können, skaliert werden. Wir müssen sozusagen eine Zellteilung vornehmen können und diese kleinen Einheiten müssen weitgehend autonom fertigen können und auch Entscheidungen treffen können. Das heißt, mehr Wertschöpfungsstufen in den einzelnen Fertigungsabteilungen, dafür aber nicht eine große Fertigungsabteilung. Und wir haben gesagt, wir möchten unbedingt, dass wir Entscheidungen an den Ort des Geschehens verlegen, also wieder in die Halle rein. Wir haben selber festgestellt, dass wir angefangen haben, wie in einem Großkonzern, so eine Meetingkultur zu entwickeln. Also wer mit einem Zettel rumlief in das nächste Meeting, der war wichtig, aber war nicht wertschöpfend. Ja? Und bevor wir jetzt auf dem Weg waren, zu so einer Art Bullshit-Castle zu verkommen, wie es ja manche auch gibt, haben wir gesagt, wir müssen gucken, dass wir am Ort der Wertschöpfung die Kompetenz bündeln, dort auch Entscheidungen treffen. Und eine Aufgabe war eben auch, dadurch einzuführen, kleinere Strukturen mit Gruppensprechern pro Schicht, pro Fertigungseinheit. Ja, ich muss Ihre Frage wiederholen, weil sonst kriegen wir, das wird dann, wir können Fragen zwischendurch beantworten, bloß ich muss sie dann wiederholen. Also komme ich jetzt drauf, die Frage ist genau richtig. Als Familienunternehmen haben wir 3 Geschäftsführer. Ich bin einer von denen, ich mache das, was die beiden anderen nicht machen wollen, die sind im Vertrieb und in der Entwicklung tätig, überwiegend, und ich bin hier für den Bereich Produktion, Baustoffindustrie, sowohl für die Fertigung als auch Materialwirtschaft, als auch Servicebereiche zuständig. Also in erster Linie war ich es, gleichzeitig aber die Fertigungsleiter auch und wir haben sozusagen das Gefühl dafür entwickelt, dass es nicht läuft. Also zumindest nicht so, wie wir es damals gemacht haben. Das heißt, wir wollten uns wieder auf den Ort der Wertschöpfung besinnen und wir wollten das konsequent und kontinuierlich tun. Unterstützung, das wussten wir aus einem anderen Projekt, mussten wir uns holen durch eine Beratungsfirma. Da gab es nichts, also insofern kann ich nur sagen, das, was Sie gesagt haben, Herr Dr. Wagner, kann ich nur unterstützen. Man muss jemanden ins Unternehmen bekommen, der noch nicht betriebsblind ist und man muss jemanden ins Unternehmen bekommen, auf den vielleicht Externe leichter hören. So, und die haben wir, Unterstützung haben wir in dem Herrn Meurer gefunden. Ich mache jetzt nicht ausdrücklich Werbung, das können Sie für sich selber machen. Wir müssen sagen, es war für uns ein gewisser Anspruch, denn dieser Bereich Construction Industry, der ist natürlich auch ein Bereich gewesen, der uns später als Blaupause für den anderen Bereich, Automotive Leather Industry, dienen sollte. Insofern war der Anspruch schon gesetzt. Das konnten wir also jetzt nicht mal eben so nebenbei machen. Ja, das war im Groben das, was ich Ihnen gesagt habe, 2 einstiegige Fertigungsbereiche,
höhere Flexibilität, dezentrale Verantwortung, Wertschöpfungsprozess in den Vordergrund stellen und die Kompetenz am Ort der Wertschöpfung schaffen, sodass wir da eine konsequente Veränderung herbeiführen. Ich glaube, ich gebe Ihnen mal, dann können Sie schneller, ich bin nicht so gut im Multitasking, drücken und reden. Hier haben wir einen Einblick in einen Fertigungsbereich, in eine der Anlagen. Die eigens gefertigt wurde, von uns selber auch. Genau. Frage einfach mal in den Raum. Was ist Shopfloor-Management? Wer von Ihnen, ohne es jetzt zu sagen, weil sonst kriegen wir es nicht aufs Video, wer von Ihnen könnte in einem Satz definieren, was Shopfloor-Management tatsächlich ist? In einem Satz. Tägliche Regelkommunikation zur Verbesserung der Gesamtsituation im Unternehmen. Mhm. Teile ich sofort. Führung vor Ort. Führung vor Ort, genau. Was ist Shopfloor-Management? Wie haben wir das definiert für uns? Punkt 1 ist, die Wertschöpfung steht im Mittelpunkt. Die Erfahrung, die wir gemacht haben bei Jäger, aber die ich auch in anderen Unternehmen gesehen habe, je größer und je komplexer ein Unternehmen wird, je häufiger passiert es, dass die Bereiche mehr und mehr auseinanderwachsen und gewisse Abteilungen vergessen möglicherweise, bewusst oder unbewusst, dass es noch sowas wie die Produktion gibt. Und wo wird das hergestellt, letztendlich, was Ihre Kunden kaufen und wovon Ihre Gehälter bezahlt werden? Das ist in der Produktion und nirgends anders. Bitte nicht falsch verstehen, damit sage ich nicht, dass andere Abteilungen unwichtig sind, die sind genauso wichtig. Der Vertrieb, die Entwicklung, die brauchen wir genauso. Aber wir müssen uns darauf besinnen, dass die Wertschöpfung im Mittelpunkt steht. Und das bringt mich zu dem vierten Punkt. Was auch dazu gehört, aus unserer Erfahrung, ist das Denken in Prozessen und Zusammenhängen. Ich habe natürlich einen Produktionsprozess, ich habe auch eine Entwicklung. Jetzt kann ich sagen, ich habe auf der einen Seite meinen Entwicklungsprozess, mache einen klaren Cut, ich habe ja mein Produkt fertig entwickelt und gebe das dann in die Produktion und es läuft wunderbar. Würde niemals funktionieren. Das heißt, anstatt zu denken, ich habe einen Entwicklungsprozess mit einer Entwicklungsabteilung und einen Produktionsprozess mit einer Produktion, habe ich vom Denken her einen Produktions- bzw. einen Entwicklungs- und Produktionsprozess. Es hängt zusammen. Wenn ich schon den Ort der Wertschöpfung in den Vordergrund stelle, dann gehört natürlich das Führen am Ort der Wertschöpfung auch dazu. Nicht die Kultur, ich befinde mich in einem Besprechungszimmer und fühle mich ganz wohl. Das Ähnliches haben wir auch bei Jäger erlebt, sondern ich muss raus. Kercher hat das wunderbar beschrieben, wer von Ihnen den Vortrag hiervor gehört hat, wie viel der Werksleiter bei der Unternehmensgröße tatsächlich mit vor Ort sein muss. Darum geht es. Und der vierte für uns wichtige Punkt ist die kontinuierliche Verbesserung, die dazugehört. PDCA, ich glaube, da brauche ich gar nicht viel zu sagen. Wenn es ernst gemeint ist, wenn Sie es wirklich ernst meinen, damit Shopfloor-Management einzuführen, dann ist es nicht damit getan, dass Sie sagen, ich stelle jetzt mein Board in die Produktion an mehrere Stellen und pin drauf, okay, heute haben wir die und die Aufträge, wir haben den und den Ausschuss und damit sind Sie fertig. Wenn Sie es tatsächlich ernst meinen, und das erleben wir auch gerade, dann geht es um die Veränderung an den elementaren Dingen. Ihre Mitarbeiter, Ihre Führungskräfte, die haben alle bestimmtes Verhalten gelernt in den letzten Jahren. Und es geht darum, da anzusetzen, nämlich am Punkt Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit. Von daher könnte ich Shopfloor-Management auch definieren als, ich sag mal, ein Konzept oder als ein Ansatz, der dazu führt, die Führung, die Kommunikation und die Zusammenarbeit im Unternehmen tatsächlich zu verbessern. Und hier wird es spannend. Warum wird es spannend? Weil da kommt auch der Herr Jäger als Geschäftsführer mit ins Spiel. Denn eine wichtige Voraussetzung ist, dass der Geschäftsführer, der Inhaber, der Werksleiter tatsächlich bereit ist, selber zu reflektieren und umzudenken. Er kann natürlich das Ganze verordnen, wenn er will, aber es nicht mit Leben, nicht mit Leben füllen. Wird niemals funktionieren. Vielleicht haben Sie ähnliche Erfahrungen auch schon gemacht. Das heißt, wenn Sie es ernst meinen, dann müssen Sie unterhalb, das kennen Sie alle, das Eisbergmodell, unterhalb der Wasseroberfläche anfangen. Und da ist es egal, ob Sie 5S machen, ob Sie TPM machen, Shopfloor-Management, KVP, Wertstrom, was auch immer. Wenn Sie sagen, es ist für mich rein eine Methode, die führe ich mal eben so ein, und ich hatte in den 2000er Jahren das Gefühl, so denken viele Unternehmen, werden Sie aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung heraus scheitern. Wird nicht funktionieren. Es geht
zum Beispiel um die Einstellung. Wie ist die Einstellung in Ihrem Unternehmen gegenüber Fehlern? Wenn Sie in die Produktion gehen und fragen die Mitarbeiter etwas, geben Ihre Mitarbeiter, Ihre Mitarbeiterinnen Fehler offen zu? Oder lassen Sie es lieber sein, weil Sie gelernt haben, wenn ich Fehler zugebe, bin ich möglicherweise der Schuldige. Gestern in einem Vortrag haben wir gelernt, dass das mit diesem Schulddenken in Deutschland kommt aus dem Christentum. Ein ganz interessanter Ansatz. Ich gehe in die Kirche, weil ich gesündigt habe, weil ich Schuld habe und jetzt muss ich also Buße tun. Welche Motive verfolgt jeder Einzelne? Welche Erfahrungen haben Sie in der Organisation gemacht oder in anderen Organisationen? Gestern in einem Vortrag ein Beispiel, es war ein 5S-Workshop und es wurde gefragt, welche Erwartungen habt ihr an diesen Workshop? Und da saßen alles langjährige Mitarbeiter. Die Antwort war, dass sich nichts verändert. Ähnliches Feedback habe ich auch schon häufig bekommen. So, was machen Sie denn jetzt? Ja gut, wir bauen unser Shopfloor-Board auf und wir haben Shopfloor-Management. Das heißt also, es ist wichtig, genau an den Punkten hier anzufangen und genau dazu gehört auch wieder die Geschäftsführung, in dem Fall der Herr Jäger. Also was liegt unterhalb der Wasseroberfläche? Vielleicht noch in dem Zusammenhang, apropos Geschäftsführung, der Herr Meurer hatte der Geschäftsführung kräftig den Kopf gewaschen. Wir haben regelmäßige Treffen gehabt und bei einer der Geschäftsführerbesprechungen zusammen mit uns hat er gesagt, ja, ihr müsst die Hosen runterlassen. Ihr müst klar das Bekenntnis zum Shopfloor-Management geben, unterstützen, die Ressourcen geben und hat das sehr eindrücklich eingefordert, dieses Commitment von unserer Seite. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht so ganz locker dann in solchen Situationen drauf. Ich habe mir gedacht, wie kann der nur sowas fordern? Wenn man sich dann in mehreren Runden darüber auseinandersetzt und mal die persönlichen Befindlichkeiten weglässt, kann nicht nur, der muss auch dürfen. Ja, der muss auch dürfen. Weil wenn dieser Zusammenschluss nicht da ist, der Erste, der es will, kriegt den Keil dazwischen. Und dann haben sie die Geschäftsführung verbrannt, aber auch den Berater. Garantiert. So, das haben wir verhindert, deswegen sind wir hier. Welche unterschiedlichen Aspekte, nur ganz kurz, spielen beim Shopfloor-Management eine Rolle? Kommunikation und Transparenz. Wie gelingt es mir, Routinen zu etablieren, dass genau diese Kaskade von Geschäftsführung über Werkleiter, über Schichtführer und Mitarbeiter, dass da der Dialog funktioniert? Kein Monolog, sondern ein Dialog. Dadurch schaffe ich auch mehr Transparenz. A, es wissen alle Bescheid und B, ich kann entsprechend auch handeln. Und bei Jäger haben wir viel, oder ich habe viel mit Mitarbeitern auch gesprochen, ohne dass irgendwelche Führungskräfte dabei waren. Und es wurde häufig bemängelt, wir wissen eigentlich gar nichts. Manchmal müssen wir sogar fragen, welchen Auftrag müssen wir überhaupt als nächstes fertigen. Und das kann man natürlich dadurch eliminieren oder deutlich verbessern, wenn man sagt, okay, Kommunikation und Transparenz schaffen. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite oder der zweite Aspekt, Entscheidungen und Ressourcen. Stellen Sie sich die Situation vor, Sie sind Schichtführer, Sie kommen morgens eine halbe Stunde nach Schichtbeginn, kommen Sie an und wollen sich ein Bild machen. Und viele Führungskräfte, so auf dem Shopfloor, die ich kenne, haben sich zu eigen gemacht, die gehen erstmal rum. Abteilung, 10 Leute, sie gehen jeden Mitarbeiter kurz begrüßen. Stellen fest, hoppla, es sind ja nur 8 da. Ne? Was mache ich jetzt? Ne? Dann gehe ich möglicherweise zurück in mein Büro, gucke nach, okay, die beiden fehlen, die hätten die Aufträge eigentlich machen müssen an den Anlagen, treffe entsprechende Entscheidungen, gehe wieder raus und setze um. Sie könnten aber auch genau diese Informationen zur Entscheidungsfindung und Ressourcen direkt vor Ort in der Produktion haben, an Ihrem Board. Stichwort Qualifikationsmatrix, Stichwort Auftragsreihenfolge, was für Aufträge müssen in den nächsten 24 Stunden mit welcher Priorität gemacht werden. Stichwort Anwesenheit, Abwesenheit. Wer ist da, wer sollte da sein? Können Sie abgleichen mit dem Schichtplan, der ebenfalls da ist? Und dementsprechend könnten Sie direkt handeln. Noch besser wäre es natürlich, Sie wären oder sind zu Schichtbeginn da und sehen, zu Schichtbeginn, ich mache ein 5-minütiges Zusammenkommen mit den Mitarbeitern, ich sehe sofort, wer da ist und wer nicht da ist und kann entsprechende Entscheidungen auch fällen. Kennzahlen und Messbarkeit, mit Sicherheit auch ganz wichtig, aber bitte nicht der Kennzahlen willen, sondern die Frage steht im Raum, was muss ich wirklich für Kennzahlen haben, um vor Ort steuern zu können, um vor Ort Entscheidungen fällen zu können und natürlich auch B, um besser werden zu können.
Natürlich interessiert mich, wie entwickelt sich mein Ausschuss, wie entwickeln sich meine Produktionszeiten, Durchlaufzeiten und so weiter. Also keine Kennzahlenkataloge, sondern überlegen, welche Kennzahlen brauche ich tatsächlich. Und den vierten Punkt habe ich schon genannt, den überspringe ich jetzt. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben uns auch aus dem Blumenstrauß des Shopfloor-Management bestimmte Methoden, Werkzeuge rausgenommen. Ich habe das ein bisschen genannt, wir wollen uns gemeinsame Rituale schaffen, eine Standardisierung schaffen, die uns im positiven Sinne zwingen oder dazu bringen, die Veränderung zu strukturieren. Das kennen Sie alle, Shopfloorboard, Schichtübergabe, Teamgespräch, Gemba Walk, PDCA. Das haben wir jetzt in verschiedenen Etappen mit Workshops eingeführt und da zeigen wir Ihnen jetzt einfach mal einige Elemente von. Also, das waren Sie? Genau, das ist das Shopfloorboard. Hier nochmal als Beispiel letztendlich, wie es momentan aussieht. Sie sehen hier oben, das ist das, was in den nächsten 24 Stunden hergestellt werden soll. Das sind die Schichtpläne. Zu der Zeit wurde Conti-Schicht gefahren. Hier sieht man auch, man kann es nicht erkennen, hier sieht man so ein bisschen minus 32 oder plus 32, wie viel man hinten dran ist oder vorne weg ist. Und hier sehen Sie einen Fall, wie ist die Tendenz zum Vortag? Haben wir aufgeholt? Wenn der Pfeil nach oben zeigt, grün, ja. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, rot, dann haben wir nicht aufgeholt, dann haben wir noch mehr Zeit verloren. Das heißt, irgendwas muss passiert sein in der Woche, im Laufe der Woche, was dazu geführt hat, dass wir minus 32 Stunden an der Anlage haben. Wir haben viele Mitarbeiter, die verstehen, ob sie produktiv sind oder nicht, anhand dieser Wasserstandsmeldung. Gleichwohl haben wir oben noch die Balance Scorecard, vielleicht, das haben wir jetzt gar nicht explizit erwähnt, wo die ganzen Werte drin sind. Ja. Also das Shopfloorboard hat einen Status, ich sag mal heute. Sie sehen, es gibt noch einiges an weißen Flächen und uns ist natürlich bewusst, wir sind ein Jahr dran, dass wir jetzt 2017 so eine Art Refresh fahren würden, weil noch deutlich mehr Potenzial in diesem Instrument hier steckt. Also als Schaltzentrale für Informationen und Transparenz. Ja, dann haben wir das Thema Gemba Walk. Ich habe das ursprünglich Produktionsrundgang als Routine, oder hatten wir es genannt, weil wir nicht diesen, ja, wir mögen so japanische Ausdrücke nicht. Das hört sich dann irgendwie nach einem schlechten Essen an. Und mittlerweile sind wir bei Gemba Walk. Das ist kürzer, jeder versteht es und diese Umschreibung bringt es dann wieder nicht. Wir haben ganz klar zum Ziel uns gesetzt, dass dieser Gemba Walk den Produktionsprozess in den Vordergrund stellt, dass wir mit den Verantwortlichen durch die beiden drei Fertigungsbereiche durchgehen, dass wir die vor Ort sensibilisieren, dass wir mit den Mitarbeitern sprechen, denen auch die notwendigen Informationen rückmelden, dass wir Fragen vor Ort die in den Mitarbeiter stellen, um dann auf die Herausforderungen. Ich habe gestern so viel über Probleme gehört, wir haben bei uns das Wort Problem bei Jäger gestrichen, mittlerweile der Herr Meurer auch, wir sprechen nur noch von Herausforderungen. Das gibt dann ziemlich gestelzte Wortschöpfung manchmal. Das ist herausfordernd statt problematisch. Aber man muss sich mal klar machen, was ein Problem ist. Problem ist Krieg, Gesundheit, Tod des eigenen Kindes oder Anverwandter und sonstige. Das ist ein Problem. Das andere sind Herausforderungen. Deswegen nehmen wir das auch ein bisschen sportlich, um das mal ganz klar an der Stelle zu sagen. Ja, so ist ein Rundgang. Also nicht, weil ich dabei bin. Ich bin jeden Morgen, soweit ich im Unternehmen bin, wirklich dabei. Das ist so. Und wir besprechen dann Punkte gezielt vor Ort und möchten auch schnell Investitionen bewilligen können. Also, der junge Mann neben mir ist der Fertigungsleiter, der hat mir irgendwann mal gesagt, ich brauche eine Klischee-Reinigungsstation. Die sollen nicht ständig mit dem Lösungsmittel da rum, dann müssen sie Maske aufziehen und so weiter. Kostet 4.000 Euro. Dann habe ich mir das erklären lassen und dann habe ich gesagt, machen. Sodass dieser ganze Investitionsprozess, Antrag, Schreiben, Rückmelden, Hinterfragen, Schleife innen, Schleife außen, dass der mal wegfällt. Sodass er dann auch das Gefühl hat, dass von dem, wo die Mannschaft überzeugt ist, auch schnell umgesetzt werden kann. Wir haben gemerkt, das motiviert mehr als alles andere. Ja, machen. Gut,
machen. Ein anderer Mitarbeiter hat mir gesagt, guck dir die Tische an, die sind alle gleich, aber ich möchte eine Edelstahloberfläche oder eine VA- oder Alu-Oberfläche oben haben, dann können die das von einer Seite in die andere bei den Paketen schieben. Machen. Kostet 2.500 Euro für die gesamte Setup. Machen. Das sind so unsere Erkenntnisse, wo wir dann auch von den Mitarbeitern und den Fertigungsleitern ein positives Feedback zurückkriegen. Wenn ich das durchdenke, wenn ich einen Vorschlag mache, kommt auch schnell was zurück. Ja, Teilnehmer sind in der Regel die Fertigungsleiter, der QSler, der Instandhaltungsleiter, um auch schnell Reparaturen oder sofort eingreifen zu können, wenn da der Baum brennt. Und ich dann. Ich auch manchmal als Gast. Und der Herr Meurer, um zu gucken, wo er nachsteuern darf. Oder wir gemeinsam. Also das ist im Prinzip so dieser Austausch, den wir täglich haben. Was meinen Sie denn, wer der Maschinenbediener ist? Der mit dem Mappe. Genau der. Der guckt auch am kritischsten. Den haben wir aber zum Beispiel gerade, weil er so genau und so gut ist und so viele Anlagen jetzt im Laufe dieses Prozesses zu einem Gruppensprecher gemacht. Festgestellt hat, der hat Qualitäten, die haben wir bisher gar nicht in den Vordergrund gestellt. Nur mal so als Beispiel. Ja, das war dazu. Wir haben zwei verschiedene Bereiche und da haben Sie auch jetzt gerade Bilder gesehen von den Zusammenhängen, den Schichtübergaben und so weiter. Ein weiteres Instrument ist der Informationsaustausch im Team, auch ganz kurz. Ich nannte eben das Beispiel, die Führungskraft kommt, der Fertigungsleiter geht rum, sagt jedem Mitarbeiter persönlich guten Tag. Da fühlt die sich auch ganz wohl, weil ich muss ja nicht jetzt hier in dem Beispiel vor 25, 30 Leuten reden, sondern ich gehe zu jedem Einzelnen hin. Und wir haben gesagt, es ist aber wichtig, dass sich, ich sag mal, die Abteilung, die Bereiche als Team weiterentwickeln und nicht Team definiert als toll, ein anderer macht's, sondern Team als wir wollen gemeinsam entsprechende Ziele erreichen. Und das war eine Herausforderung für die Führungskräfte, das war auch für mich sehr interessant, dahin zu kommen, dass es dreimal am Tag tatsächlich bei den Schichtübergaben ein Teamgespräch gibt. 5 bis 10 Minuten und um ehrlich zu sein, wir arbeiten immer noch daran. Es ist viel zu sehr noch Monolog, das heißt, der Fertigungsleiter fragt, was habt ihr gemacht und was habt ihr zu tun, als ein Dialog. Informationen aus der Mannschaft zu bekommen, um dieses gemeinsame Besserwerden nach vorne zu treiben. Der findet jetzt im Dichtband als Beispiel statt jeden Tag um 14 Uhr mit dem Fertigungsleiter. Bei den anderen Schichtübergaben macht das der entsprechende Gruppensprecher. Hier sehen wir ein paar Bilder davon. Auch noch so ein bisschen so als Monolog kann man sich das fast vorstellen, aufgebaut. Mehr wie in der Schule, aber wir arbeiten ja dran. Es ist jetzt der Dichtbandbereich, hier wieder mit dem Fertigungsleiter, wo man dann doch schon eher in den Dialog tatsächlich auch geht. Täglich zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Als viertes Beispiel ganz kurz PDCA. Ein Ausflug zum Ideenmanagement von Jäger. Jäger hat das auch, wie viele Unternehmen das mit Sicherheit auch haben, ein Ideenmanagement. Mitarbeiter hat eine Idee, schreibt die auf, wirft die in den Briefkasten und ein halbes Jahr später hat er nichts gehört. Ist vorgekommen. Ist auch vorgekommen, dass er nach einem Monat was gehört hat. Ich will das jetzt nicht nur schlecht machen. Aber in der Tat, der Frust bei den Mitarbeitern war teilweise so hoch, dass die mir häufig im Vertrauen gesagt haben, warum soll ich überhaupt noch was ausfüllen? Ich habe eh nichts davon. Obwohl die Geschäftsführung für Ideen, die umgesetzt werden, die tatsächlich etwas bringen, auch eine Prämie auszahlen. Und das haben wir auch wieder durchbrochen. Dadurch, dass wir gesagt haben, wenn der Mitarbeiter eine Idee hat oder die Mitarbeiterin, muss die mit ihrer Führungskraft darüber sprechen. Die müssen sich austauschen. Jetzt komme ich zu Ihnen als Führungskraft und sage, ich habe immer wieder Schwierigkeiten, meine Anlage einzustellen. Dann könnte die Führungskraft sagen, ja, was heißt denn immer wieder? Sammel das doch mal für die nächsten 2 Wochen. Schreib es mal auf. Wie häufig kommt es vor und wie lange dauert es? Oder ich gehe direkt hin und sage, okay, das nächste Mal, wenn du einstellen musst, sag Bescheid, ich komme. Ich nehme meinen Flipchart mit und wir dokumentieren gemeinsam, was passiert da gerade. Sodass wir also auch da positiv formuliert die Führungskräfte, die ein bestimmtes Verhalten gelernt haben in der Vergangenheit, zwingen, darüber nachzudenken, zu reflektieren und ihr Verhalten zu verändern. Und erst wenn die Idee im C-Bereich ist, das heißt, es wurde gemacht, es wurde überprüft, es funktioniert, geht hier letztendlich die Schleife in das Ideenmanagement. Weil der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin natürlich nach wie vor auch die Prämie bekommen soll.
Hier sehen Sie als Beispiel für das PDCA-Blatt, wie es momentan aussieht. Um was geht es? Um welchen Bereich geht es? Was ist das Problem? Die Verbesserungsmaßnahme beschreiben, wer ist dafür zuständig mit Datum und so weiter. Und die darf erst verschwinden tatsächlich, wenn die Maßnahme erledigt ist. Bottleneck ist momentan, ist momentan teilweise die Technik. Und solange dass die Punkte nicht abgearbeitet sind, bleiben dann an dem Board hängen, was teilweise zu Frustration führt, weil die relativ lange da hängen. Gut, so viel zum Thema, was ist Shopfloor-Management, wie definieren wir Shopfloor-Management, wie werden die einzelnen Instrumente bei Jaeger genutzt und angewendet. Jetzt die Frage, wie sind wir vorgegangen? Der Jaeger hat es gesagt, wir haben sehr eng zusammengearbeitet, wir arbeiten immer noch sehr eng zusammen. Ich hatte nach meinem ersten Workshop mit den drei Geschäftsführern, habe ich das eingeleitet. Es mag sein, dass heute mein letzter Tag bei Ihnen ist, aber ich war der Meinung, nur dann, wenn ich den Herrn auch das spiegel, was ich sehe, kann sich überhaupt was verändern. Und der Jäger war ja so nett, dass er mich sogar hierhin begleitet. Das heißt, wir sind und waren... wir arbeiten weiterhin zusammen. Genau, wir arbeiten weiterhin zusammen. Wir waren und sind im permanenten Austausch. Aber vom Prinzip her haben wir eine klassische Vorgehensweise gehabt. Wir haben einen Tag mit den Führungskräften der Produktion aus dem Baubereich in einem Hotel verbracht und daran gearbeitet, das klassische SWOT-Analyse. Was sind Stärken, Schwächen, wo sehen Sie Möglichkeiten? Dann haben wir daran gearbeitet, was ist eigentlich Shopfloor-Management? Und am Ende vom Tag haben wir tatsächlich die ersten Bestandteile von Shopfloor-Management mal so grob skizziert. Was macht ihr ab nächstem Monat anders? Parallel dazu haben wir die ersten Lösungen erarbeitet. Und mein Ansatz war nicht so nach dem Motto, ich mache das für euch, ich bringe irgendwas mit, so sieht das aus, sondern ihr müsst das machen und ich unterstütze euch dabei. Das bringt nichts, hinzugehen zu sagen, ich habe hier ein Board, das habe ich mal bei dem Kunden gesehen und genauso macht er das jetzt auch. Das dritte, ganz wichtiger Punkt war, wir haben alle Mitarbeiter oder ich habe dann alle Mitarbeiter in kleinen Workshops gehabt. Das sind ungefähr 70 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in der Produktion, die waren bei mir in so 2 bis 3 Stunden Workshops, so 10 bis 12 Leute. Und das war hochspannend. Denn wenn keine Führungskraft dabei ist, keine Geschäftsführung dabei ist und eine gewisse Vertrauensbasis da ist, dann öffnen die sich. Vom Prinzip war das wie so eine, ich sag's mal brutal, Auskotzrunde teilweise. So also ein bisschen das Gewitter war da und es wurde gereinigt. Und ich konnte mit den Mitarbeitern in den Dialog gehen, die dann sagten, hier ändert sich sowieso nichts. Das ist so der kleine Anfang gewesen, doch es ist ernst gemeint. Wir sind dabei, die ersten Schritte tatsächlich zu verändern. Und es sind ja auch sehr schnell Veränderungen danach oder es haben sehr schnell Veränderungen tatsächlich stattgefunden. Das heißt, das Vertrauen, was hier aufgebaut worden ist, ist durchs Doing tatsächlich stärker geworden. Es gibt die 2 tollen Begriffe aus der Psychologie. Vielleicht schon mal gehört, das eine ist Brainfuck. Ich beschäftige mich damit eigentlich immer nur im Kopf. Und das andere ist die Handlungsebene. Ich gehe tatsächlich auf die Handlungsebene, um etwas zu verändern. Dann sind wir hingegangen und haben begonnen umzusetzen, durch unbekanntes Terrain. Wir wissen ja nicht genau, was passiert. Stellen Sie sich Shopfloor-Management vor als einen Zielzustand, den Sie irgendwann mal erreichen möchten. Und im Endeffekt sind dazwischen viele kleine Zielzustände, wie mein Shopfloor-Board, mein Gemba-Walk, die Schichtübergabe, andere Dinge, die wir eingeführt haben. Zum Beispiel ein Austausch als Routine zwischen Entwicklung und Produktion. Jeden Freitag 1,5 Stunden. Die reden da konstruktiv miteinander. Das heißt, es ist so ein Gang durch unbekanntes Terrain. Wichtig ist es natürlich, den Zielzustand nicht aus den Augen zu verlieren. Regelmäßige Abstimmung zwischen uns, Schulungen. Alle Führungskräfte haben für das PDCA Schulungen durchlaufen. Die erste Schulung haben wir genannt Sehen und Erkennen lernen. Wer von Ihnen kennt die Kreidekreisübung? Einfach mal hinzugehen, in einen Bereich Kreis drum machen und die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bzw. Führungskräfte, und das ist sehr schwer für die, müssen beobachten, was passiert. Nicht, ich muss das und das jetzt besser machen, sondern einfach mal aufschreiben, was sehe ich eigentlich gerade. Und dann hingehen und sagen, okay, jetzt analysieren wir das gemeinsam. Die haben auch eine Schulungssequenz durchlaufen, Lernen. Was ist Lernen? Wie lerne ich, wie lernen meine Mitarbeiter? Worauf muss ich achten? Führung, Kommunikation, Gruppendynamik und auch Moderation und Präsentation. Und das hat mir auch viel Spaß gemacht, weil ich genau wusste, dass die keinen Bock darauf haben. Aber
irgendwie haben sich doch dann alle geöffnet, mal vor 10 Leuten gestanden und 10 Minuten referiert. Fanden die dann auch hochspannend. Alle haben gelacht. Und wir haben das nicht in Tagesseminaren oder irgendwas gemacht, sondern wir haben das eingebettet in das operative Tagesgeschäft. So eine Schulungssequenz hat eigentlich nie länger gedauert als 2 Stunden, wo wir ganz gezielt die Mitarbeiter oder die Führungskräfte nicht rausnehmen wollten für Tage aus dem Tagesgeschäft. Das Ideenmanagement umgestellt, habe ich gesagt, Schnittstellen integriert. Und das Wichtige ist, das Dranbleiben. Nicht den Fokus zu verlieren, nicht die Geduld zu verlieren, daran zu glauben, dass tatsächlich das die richtige Entwicklung ist. Ja, also um das mal so ein bisschen für uns einzuordnen, zusammenzufassen. Ja, das ist die Blaupause für die andere Abteilung. Wir geben das nicht auf, wir rollen das aus den anderen Bereich. Wir wollen das erfolgreich leben. Ich muss leidvoll akzeptieren, dass es ein kleine Schritte-Prozess ist. Ich muss viel Geduld üben, das muss ich sagen, muss ich auch heute noch mit angezogener Handbremse nicht sofort sagen, was die Lösung ist oder drüber bügeln, sondern Fragen stellen, um zu akzeptieren, dass Mitarbeiter mir Antworten geben, die ich A nicht hören will, die vielleicht unkonventionell ist, die viel zu teuer sind, der Money Man kommt dann raus, oder einfach auch mal zu akzeptieren, dass es anders gehen kann und auch muss. Wir müssen uns Ressourcen dafür bereitstellen, die sind erheblich, aber die sind nicht so erheblich, als dass wir uns das nicht leisten können sollten oder auch leisten müssen. Wir müssen ein wenig den Kontrollgedanken abgeben. Man muss Mitarbeiter, Führungskräfte, Gruppensprecher ausprobieren lassen. Man muss ihnen dieselben Fehler zugestehen, die man wahrscheinlich über den Rest seine bisherige Zeit nach hinten gucken gilt nicht, aber seine bisherige Zeit gemacht hat, ohne dass er einem die aufgezeigt hat. Vielleicht auch, dass andere Vorgesetzten damals auch nachgiebiger waren, als man heute selbst ist. Das muss man auch akzeptieren. Und man muss Rückschläge akzeptieren. Das ist ein hartes Stück Arbeit für jemanden, der in Euro denkt, aber es ist wahrscheinlich der einzige Weg oder auch der einzige Weg, den wir so sehen. Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Vom Gefühl her würde ich sagen und von den ersten Gesprächen, dass die Mitarbeiter mit der übernommenen Verantwortung und vielleicht auch die Führungskräfte mit der zusätzlichen Autonomie immer besser klarkommen und das auch als eine Art Befreiung vielleicht auch ansehen, weil sie sehen, dass es was bringt und weil sie wahrscheinlich merken, dass sich die Geschäftsführung auch ein wenig geändert hat. Was wir ganz, ganz doll erfahren haben, wir haben 20 Nationen, die Macht der Visualisierung. Wir können unsere Mitarbeiter am besten erreichen, Mitarbeitenden am besten erreichen, wenn wir visualisieren, anstatt lange Vorträge, Vorschriften, Sätze, Paragraphen zu schreiben. Wir haben aber noch einen langen Austausch vor uns. Ich habe aber jetzt festgestellt, dass wir Input von außen brauchen. Für uns ist out of the box ein geflügeltes Wort. Meine direkten Reports kriegen jede Woche irgendwas, was jenseits von Gut und Böse und außerhalb des Unternehmens ist, von mir präsentiert. Die direkten Reports kriegen mittlerweile auch jede Woche einen Wochenbericht von uns, wo wir sagen, was gerade ansteht aus den Bereichen Vertrieb, Entwicklung, Investitionen, Produktion, andere Standorte. Und das auch standortübergreifend und das auch in Englisch. Also lernen wir gleichzeitig noch gemeinsam Englisch dabei. Also das mit der Information klappt auch besser und wir suchen den Kontakt zu anderen Unternehmen, deswegen sind wir zum Beispiel hier. Aber ich habe letzte Woche einen Kunden von uns besucht, der hat mir sein Shopfloor-Management vorgestellt und ich habe mit den Personalverantwortlichen den Austausch besprochen, dass wir unsere Mitarbeitenden gegenseitig mal sich besuchen lassen, um auch diesen Austausch aktiv zu pflegen. Nicht nur zwischen den Auszubildenden, nicht nur zwischen den Führungskräften, auch zwischen den Mitarbeitenden und Maschinenführern. Ja, jetzt meine Frage, da ja hier der komplette Sachverstand für KVP gebündelt ist. Welche Anregungen können Sie uns denn geben, um weiterzukommen bei dem Thema? Sie haben das jetzt gehört, Sie kennen unser kleines Unternehmen nicht, Sie haben einen kleinen Eindruck bekommen, aber Sie sind alle Fachleute, so wie Sie hier sitzen. Fragezeichen. Dankeschön.